Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mastery-Video des Lernvideozyklus Lineare Gleichungen in einer Variable. Im Mastery-Video werden wir uns Gleichungen anschauen, welche auch die vier Grundrechnungsarten mit ganzen und rationalen Zahlen beinhalten. Besser gesagt, bekommst du die Chance, dein Können unter Beweis zu stellen, indem du die Gleichungen dann selbstständig lösen kannst. Bevor wir aber starten, versuche dich daran zu erinnern, wie Clapoustri mit ganzen und rationalen Zahlen funktioniert hat. Falls du dir nicht mehr so ganz sicher bist, wie das funktioniert, dann schau dir doch einfach den Lernvideozyklus dazu an. Bevor du nun aber dein Können unter Beweis stellen kannst, möchte ich ganz gerne noch einmal wiederholen, wie das Rechnen mit Gleichungen funktioniert. Wir haben also folgende Gleichung. Wie du siehst, haben wir auf der linken Seite des Vergleichs den Ausdruck 2 mal, Klammer auf, 5x minus 7, Klammer zu. Und auf der rechten Seite des Vergleichs den Wert, Klammer auf, minus 6x plus 30, Klammer zu, dividiert durch 3. Das heißt, bevor wir starten können, unsere Gleichung wie gewohnt zu lösen, müssen wir versuchen, die Klammern aufzulösen. Wenn du dich an die Clapoustri-Regel erinnerst, weißt du, dass wir zuerst die Klammern rechnen müssen. Das heißt, unser erster Schritt wäre, 2 mal die Klammer zu rechnen, also die linke Seite der Gleichung auszumultiplizieren. Wir erhalten also links vom ist gleich 2 mal 5x minus 2 mal 7. Das Rechnen mit Variablen solltest du auch schon beherrschen. Das heißt, 2 mal 5x wären 10x und 2 mal 7 ergibt 14. Nun schauen wir uns die rechte Seite der Gleichung näher an. Das heißt, auch hier müssen wir zuerst die Klammer durch 3 dividieren. Wir müssen also auf der rechten Seite vom ist gleich minus 6x durch 3 dividieren plus die 30 auch durch 3 dividieren. Wenn wir nun also die minus 6x durch 3 dividieren, erhalten wir minus 2x. Und die 30 dividiert durch 3 ergibt 10. Nun können wir auch schon ganz normal unsere Gleichungen mit Hilfe von Äquivalenzumformungen lösen. Das heißt, wir bringen die Zahl minus 14 auf die rechte Seite, indem wir auf beiden Seiten der Gleichung mit plus 14 addieren. Wir erhalten dann also die Gleichung 10x gleich minus 2x plus 24. Im nächsten Schritt addieren wir 2x auf beiden Seiten der Gleichung. Wir erhalten dann also die Gleichung 12x gleich 24. Wie du bereits weißt, möchten wir im letzten Schritt noch durch die Zahl vor unserer Variable dividieren. Das heißt, in unserem Fall dividieren wir beide Seiten der Gleichung durch 12. Wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen, erhalten wir für den Wert von x die Zahl 2. Und jetzt bist du an der Reihe. In den nächsten Minuten des Videos bekommst du von mir vier verschiedene Gleichungen, welche jedes Mal ein kleines bisschen schwieriger sind. Wenn du die Gleichung richtig löst, erhältst du jedes Mal einen Stern. Am Ende des Videos schauen wir dann, wie viele Sterne du sammeln konntest. Jetzt kannst du zeigen, was du bereits kannst. Wenn du dir doch noch nicht so ganz sicher bist, dann spule zurück und schau dir das Beispiel, das wir gerade eben gerechnet haben, nochmal genauer an. Wenn du dich bereit dazu fühlst, die Gleichungen zu lösen, dann lass das Video jetzt einfach weiterlaufen. Los geht's! Das ist deine Aufgabe für die erste Gleichung. Drücke jetzt auf Pause. Wenn du fertig bist, starte das Video wieder und sieh dir die Lösung an. Die Lösung der Gleichung für x wäre gleich 8. Falls du zu einem anderen Ergebnis gekommen bist, hast du dich vermutlich irgendwo verrechnet. Schau dir die Lösung genau an und schau, wo du dich verrechnet hast. Vielleicht war es ja bereits im zweiten Schritt, denn das Minus vor der Klammer ändert das Rechenzeichen in der Klammer. Wenn du zur Lösung x ist gleich 8 gekommen bist, dann möchte ich gratulieren, denn du hast jetzt deinen ersten Stern gesammelt. Du hast es bereits ins Level Nummer 2 geschafft. Sieh dir die nächste Gleichung genau an und versuche diese zu lösen. Drücke jetzt auf Pause und dann, wenn du fertig bist, wieder auf Play. Die Lösung der Gleichung
wäre x ist gleich minus 2,5. Falls du aber vielleicht das Ergebnis x ist gleich minus 10 Viertel oder wenn du das Ganze kürzt, x ist gleich minus 5 halbe herausbekommen hast, ist das natürlich genauso richtig. Falls du nicht zu dem Ergebnis gekommen bist, ist das nicht so tragisch, aber schau dir die Lösungsschritte Schritt für Schritt ganz genau an und schau, wo du dich verrechnet haben könntest. Wenn du zum richtigen Ergebnis gekommen bist, dann gratuliere, denn du hast jetzt schon deinen zweiten Stern gesammelt. Wow, du hast das jetzt schon bis Level 3 geschafft. Sieh dir die Gleichung unterhalb genau an, versuche auch diese zu lösen. Drücke dazu jetzt auf Pause und setze dann, wenn du fertig bist, mit dem Video fort. Der gesuchte Wert für die Variable a wäre bei diesem Beispiel 5. Falls du nicht zu diesem Ergebnis kommst, kann es sein, dass du dich bei der Division oder Multiplikation mit den Dezimalzahlen verrechnet hast. Wenn du nicht mehr weißt, wie das überhaupt geht, sieh dir den Lernvideozyklus zum Rechnen mit rationalen Zahlen nochmal an und wiederhole dies, bevor du dir die Gleichung erneut anschaust. Falls du die Gleichung richtig gelöst hast und auch zum Ergebnis a ist gleich 5 gekommen bist, dann gratuliere. Du erhältst den dritten Stern für deine Superleistung. Fast hast du es geschafft. Jetzt fehlt nur noch das Level 4. Schau dir die Gleichung genau an, versuche sie zu lösen, drücke dazu auf Pause und starte das Video dann, wenn du fertig bist. Falls du die Gleichung richtig gelöst hast, solltest du für z den Wert 0,8 oder 12/15 erhalten. Sollte das nicht der Fall sein, schau dir jetzt die Lösungsschritte nochmal Schritt für Schritt an. Ich vermute, du hast dich sonst einfach beim Dividieren und Multiplizieren mit den Dezimalzahlen verrechnet. Wenn du auch dieses Beispiel richtig gelöst hast, erhältst du wieder einen Stern. Schauen wir uns zu guter Letzt noch an, wie viele Sterne du sammeln konntest. Wenn du nur einen Stern erreicht hast, würde ich dir dazu raten, dir das Basic- und Mastery-Video nochmals anzusehen. Wenn du zwei Sterne erreicht hast, würde ich dir trotzdem empfehlen, das Mastery nochmal anzusehen und die Beispiele nochmal durchzurechnen. Wenn du auch schon drei Sterne erreicht hast, dann möchte ich dir schon mal gratulieren. Du hast die wesentlichen Inhalte gut verstanden. Wenn du einfach noch ein paar Beispiele dazu übst, bin ich mir sicher, dass du das Thema dann wirklich verstanden hast. Wenn du alle vier Sterne erreicht hast, dann bist du ein absoluter Profi und hast das Thema Gleichungen zur Gänze verstanden. Gratulation! Wir haben jetzt also das Ende des Lernvideozykluses zum Thema lineare Gleichungen in einer Variable erreicht. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wenn du das Wort Gleichungen hörst, sollten ab sofort keine Fragezeichen mehr in deinen Augen stehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns mal wieder.